In Niedersachsen werden unterschiedlichste Projekte und Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben umgesetzt. Das Landesdemokratiezentrum koordiniert diese Umsetzung. Oberstes Ziel dabei ist es, einen Beitrag zur Stärkung der demokratischen Kultur in Niedersachsen zu leisten. Hierzu fördert das Landesdemokratiezentrum verschiedene zivilgesellschaftliche Beratungseinrichtungen. Ein Teil unserer Arbeit ist dabei die RIAS, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Niedersachsen. Antisemitismus ist für Jüdinnen und Juden in Niedersachsen ein alltagsprägendes Phänomen. Doch nur wenige Menschen sprechen über diese Erfahrungen. Ziel von RIAS ist es, die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Betroffenen sichtbar zu machen und so Antisemitismus aus der Unsichtbarkeit zu holen. Wir erhalten die Informationen sowohl über den persönlichen Austausch wie auch über eigene Recherchen vor Ort, beispielsweise Demonstrationen. Dabei berücksichtigt die RIAS alle Formen von antisemitischen Vorfällen, auch solche, die keinen Straftatbestand erfüllen oder die nicht zur Anzeige gebracht werden. Alle Informationen werden von unseren ExpertInnen ausgewertet und aufbereitet, um so ein aussagekräftiges Lagebild über Antisemitismus in Niedersachsen zu geben. Die Perspektive und der Vertrauensschutz Betroffener und ZeugInnen stehen immer im Zentrum unserer Arbeit. Nur sie entscheiden, wie mit den gesammelten Informationen verfahren wird. Sie sind selbst von einem antisemitischen Vorfall betroffen oder sind Zeuge oder Zeugin eines solchen geworden? Sie können uns über die Webseite www.rias-niedersachsen.de per Mail oder telefonisch erreichen. RIAS, helfen Sie uns, Antisemitismus sichtbar zu machen. Sie möchten mehr über das Landesdemokratiezentrum und seine Angebote erfahren? Dann besuchen Sie uns unter www.ldz-niedersachsen.de. Gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Demokratie und Menschenrechte.